Trautes Heim, Glück allein, schaut euch diesen wunderbaren Shop an. Da, das ist hier meine Unterkunft, also mein Geschäft. Und hier erledigt man auch einige Geschäfte für Kunden, Angestellte, wie natürlich auch für mich privat. Hier wunderbar haben wir schon so ein paar Töpfe angelegt. Ja, okay, hier ist noch Luft nach oben, das sehe ich auch so. Aber es ist auch gar nicht so einfach, wie es am Anfang scheint. Wie sich das hier so spielen lässt, das werden wir jetzt hier mal ganz gemütlich angehen. Das ist, was wir noch am Start haben. Und da würde ich sagen, kaufen wir jetzt noch mal richtig ein. Einen größeren Einkauf. 1, 2, 3, 4. Dann gehe ich auf den Markt. Ja, und dann müssen wir ein bisschen was kaufen. Hier haben wir was Neues, eine neue Sorte. Erst dachte ich, ja, das wäre ein Blumenladen hier, aber weit gefehlt. Und dann, wenn wir das haben, gucken wir mal weiter. Qualität boostern, immer gut. Und ich brauche auch mal einen anständigen Pott hier. Die gibt es jetzt im Angebot. Gucken wir doch mal, ob die auch funktionieren. Und das muss erstmal reichen. 1138, bei diesem Unternehmen würden wir 103 draufzahlen. Die machen das für 50 gesamt, ohne Prozente, aber dauert natürlich länger, aber die Zeit haben wir. Oh, und da stehen sie schon wieder an, meine Schnuckels. Hier, nur die Feinsten kommen bei mir in den Laden. Das sind meine Kunden. Ja, du gehörst ja eigentlich nicht zu. Was machst du denn hier? Na gut. Und da kommt gleich noch einer. Und glaub mir, das war am Anfang nun ganz und gar nicht so. Da habe ich manchmal einen Tag auf einen Kunden gewartet, auf einen. Kommt man ja nur auf dumme Gedanken in der Zeit, ne? Ja, aber der Platz hier ist ja wunderschön. Die City ist hier viel größer geworden. Wir haben jetzt noch keine Zeit, aber oh, hier ist der ganze Müll wieder. Aber später werden wir natürlich auch einen kleinen Stadtrundgang machen. Und dann kann ich euch auch die Sehenswürdigkeiten hier zeigen. Das könnte auch ein Kunde von mir sein. Hey, wie wär's? Eine Gratisprobe? Was? Dann lass es doch. Ja, manche wissen einfach gar nicht, was gut ist. Das ist doch ein Kunde hier wieder. Das erkenne ich sofort. Einen wunderschönen guten Abend. Was darf es denn sein? Ja, natürlich für 52. Und zack. Ganz wichtig, dass man immer alle Sorten vorrätig hat. Denn das ist mal so, was die wollen.
Mann, hier ist jetzt aber auch was los. Und bitteschön. Ja, ich habe eins vergessen, was ich auch noch hätte holen sollen. Dieser Papiervorhang macht mich auch irre. Und zwar brauche ich ja noch ein paar Fläschchen. Die hole ich jetzt eben dann doch mal bei dem anderen. Zwei Stück kostet mich bei dem hier 10%. Zahle ich 10 drauf. Das können wir uns leisten. Und das kommt dann wahrscheinlich noch schneller an als das andere Zeug. Ja, zwischendurch können wir hier auch mal... Oh, was ist denn das? Ich habe hier gar nichts stehen. Das geht ja gar nicht. So, aber erstmal müssen wir noch einen Kunden bedienen. Es soll so sein. Bitteschön. Mann, 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 ist hier was los. Unglaublich. Ja, also, dann gehen wir nochmal auf den Platz. Wir nehmen Papier. Dann schnappen wir uns davon was. Zack, zack, das haben sie auch, die Mechaniken haben sie auch irgendwie verbessert. Das habe ich noch nicht ganz raus, wie das funktioniert. Aber den kriegen wir dann hier rein. Zack. Und für einen haben wir noch Zeit. Ja, also viel besser gemacht. Ich verschütte alles, oder? Eieieiei. Gut. Ja, da haben wir wieder einen echten typischen Kunden mit dem Burnout-Syndrom. Ja, und da ist auch schon das erste Päckchen angekommen. Dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Speicher. Oh, da kommt schon wieder einer. Also sieht fast so aus, als wenn er sich beschweren will. Wir haben dann immer die Zeit, ne? Hier 2 Minuten. Und wir können auch umschalten, ob er nicht was anderes möchte. Aber jetzt hier, wo ich die Aufnahme mache, also so viel war hier noch nie los. Das muss ich rumgesprochen haben. Das ist natürlich sehr gut. Werde ich das jetzt hier immer aufnehmen. So, und jetzt kommt auch der andere Hobel endlich an. Da ist er. Und dann können wir jetzt noch mal gucken, ob wir noch ein bisschen was anpflanzen. Der ist ja noch super, der Pott. Da machen wir noch ein bisschen was von dem AK rein. So, der weiß ich nicht. Geht der noch? Nee, der ist im Eimer. Der Eimer ist im Eimer. Aber der wunderbar hier, der ist ja noch super. So, jetzt haben wir aber ja noch Behälter bekommen, neue. Ja, was kann ich für Sie tun? Das gute AK, weg ist er. Ja, und dann gucken wir mal, das soll auch das Wasser länger halten. Also die ganzen Mechaniken haben sich hier einfach anwenderfreundlicher, sag ich mal. Du warst doch eben schon hier, oder? Man muss auch ein bisschen aufpassen. Die Dosis macht das Gift. Ja, und er auch hier. Aber gut, da will ich mal nicht meckern. Wir haben ja schon wieder eben die ganze Kohle verrudert. Ja, hier haben wir noch so
ein paar Vasen. Dazu hier die richtigen Fotos. Und bei mir sind die immer fast neu, ne? Fast neu. Ja, gut. Gucken wir mal nach unserem Blümchen. Hier können wir schon mal ein bisschen was rupfen. Den auch. Da geht noch gut was rein. Und schon wieder jemand. Also diesen OG Kasch oder so, das also ist ja gar nicht so beliebt anscheinend. Das bleibt einfach liegen. Noch mal ein bisschen frische Luft schnappen. Den, ob wir den wieder herrichten, keine Ahnung, keine Ahnung. Ja. Wer, oh, hier ist ja was los, das scheint hinten hier an den Straßen zu sein. Das geht natürlich so weit, dass wir den Laden extrem verbessern können. Und das natürlich nachher nicht mehr so aussieht, wenn alles gut geht. Ah, der könnte schon wieder Wasser gebrauchen gleich. Ich gehe mal eben in den Shop, dass man das mal eben einmal so ein bisschen sehen kann. Also wir haben hier einmal die Möglichkeit, ganz normal einzukaufen. Und hier dann zu überlegen, welchen von den dreien wir nutzen. Dann haben wir Missionen, wo wir sehen, okay, da geht die Reise hin. Ne? Wenn wir das kaufen und da genug von verkaufen, dann haben wir schon wieder 100 extra im Sack oder Bonuspunkte. Dann, wenn wir das ein bisschen alles aufpimpen wollen, haben wir hier die Möglichkeit, dann die Quadratmeterzahl zu erhöhen. Ein Schild geöffnet. Müsste gleich irgendwo noch kommen. Aber die Sachen kosten oft auch dann locker mal eben 18.000, 12.000 oder mindestens 1.500. Und wir fangen ja gerade erst an. Ja, hier ist der, nee, hier war der Boden, ne? Genau. Wir fangen ja gerade erst an und da kann ich mir sowas noch gar nicht erlauben. Hier haben wir Angestellte, die wir dann auch hier arbeiten lassen könnten oder eben so Türsteher, die die Leute reinholen. Hier können wir unseren Müll verkaufen, zum Beispiel hier die beiden Pötte, die können auf jeden Fall weg. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob wir nicht schon wieder einen haben, der doch noch eben was möchte. Gehen wir wieder zwischendurch rein, weil das pausiert nicht, ne? Das läuft immer weiter. Dann haben wir hier die Möglichkeit, also wie ich schon sagte, Sachen zu verkaufen. Hier haben wir unser Store, also unsere Klamotten, was wir an Material im Laden haben und was hier auch die Bewertung sagt. Über den Preis, ne, und wie bekannt wir sind, wie zufrieden die sind. Ja, dann kann man tatsächlich noch hier irgendwie das dann live schalten, aber da ich ja ein YouTuber bin, kann ich damit leider nichts anfangen. Früher ging das auch mit YouTube. Ich hoffe, dass es dann nachher auch Möglichkeiten später gibt. Aber das sind schon mal die Sachen, wow, was man hier machen kann. Und der Laden sieht natürlich dann ganz anders aus. Dann haben wir hier auch anständige Sachen in den Regalen. Aber erstmal muss ich mich über Wasser halten, die alle zufriedenstellen.
Ne, dass es nicht heißt, dass man hier die Sorten nicht bekommt. Wir müssen gucken, dass die Qualität stimmt. So, alles weggeholzt. Aber wir haben ja noch was. Der ist im Eimer. Den sacken wir wieder ein. Wieder was zum Verkaufen. Hier, den können wir noch nutzen. 10%, da geht auch noch was. Ja, und dann machen wir hier den Rest rein. Also sehr, sehr cool gemacht. Geht ganz flott von der Hand. Ganz anders als der Teil 2. Da ist das hier schon alles ein bisschen anwenderfreundlicher. Das kann man wirklich so sagen. So, und es geht natürlich hier weiter. Entweder in irgendwelche Gassen. Hier hatten wir einen ziemlich schrägen Vogel, aber der ist mittlerweile weg. Dann haben wir aber auch noch komplett eine Straße, die weitergeht. Hier noch so ein kleiner Minishop. Ne, für die wichtigen Sachen mal eben zwischendurch, wenn man keine Zeit hat zu warten. Und hier haben wir dann richtig die Straße. Und das geht da hinten tatsächlich alles noch weiter. Regelmäßig abgedatet. Heute hatte ich 2 Updates. Aber ich darf meinen Laden nicht aus den Augen verlieren. Hier kann man auch pennen zur Not. Nicht gerade hier, aber es gibt Plätze. Da kann man sich dann auch hinlegen. Aber jetzt gehen wir schnell wieder zu unserem Shop, weil ich habe keine Ahnung, ob es da nachher auch Leute gibt, die uns bestehlen, wie im ersten Teil. Auf jeden Fall liegt hier nichts rum, was ich irgendwie einsammeln kann. Das haben sie wohl weggelassen. Ah, nee, doch nicht. Hier. Gerade wo ich sage, das erste Mal finde ich was. Und viele Sachen sind nicht animiert, aber ein paar wohl dann doch schon. Ja, 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 ja. Gut, gut, gut. Da müssen wir aufpassen. Gerade hier beim Mülleimer könnten natürlich wertvolle Sachen liegen. Und ich wusste es doch wieder. Einer von unseren typischen Kunden und wieder abgefertigt. So, wie sieht unser Zeugs aus? Brauchen wir noch ein bisschen Wasser hier? Nein, hier ist alles durch. Der kriegt noch mal einen Schwupp. Und dann können wir hier schon wieder loslegen. Ne, wir sind leer. Jupp, das ist auch durch. Ja, der Pott ist im Eimer, aber wir können das Zeug noch retten. Na komm. So, 4 Pötte haben wir noch, aber wir haben jetzt auch erstmal genug wieder am Start, dass wir mal ein bisschen Luft holen können. Haben aber auch schon wieder 1000 im Sack. Also jetzt zur Zeit läuft ganz gut. Muss ich mal so sagen. Ja, wir machen ja alles für unseren Kunden hier. Wenn ich das dann da mal raufkriegen würde. Na komm. Ja, was hat dieses Game? Also einmal, dass man aus diesem schicken Apartment noch was Schickeres machen kann und das Stück für Stück aufbauen mit normal, so wie ich es kenne, Kameras, die Diebstähle entdecken, also dann auch einen Alarm loslösen. Du hast hier Türsteher beziehungsweise auch Leute, die hier werben, die Leute reinlocken, dann ja, eine richtig anständige, schicke Ausstattung, genug Platz für alles, ja, ohne diesen ganzen Müll. Und da muss ich sagen, war schon der Teil davor so, dass man eigentlich das immer schön laufen lassen wollte
Und es gibt hier tatsächlich die Möglichkeit, nur nachher Sachen zu erledigen, wie bestimmte Einkäufe und so, und den Laden alleine laufen zu lassen, was ich sehr witzig fand. Dass man dann wirklich sich darum nicht kümmern muss. Mal sehen, ob ich noch irgendwas... Eine Sache, die leisten wir uns doch nochmal, oder? Ach, das kriegen wir auch geschickt. Kostet 42 da. Weil das so teuer ist, das überlege ich mir noch. Jetzt sehen die ja, dass offen ist und noch kommen noch genug Leute rein. Aber dann, wie gesagt, Stück für Stück können wir hier richtig eine ganz schicke Bude draus machen. Ja, auch die Kunden ändern sich. Denn das ist ein typischer Dufti-Kunde. Ja, und die will noch nichts von uns wissen. Ne? Lokal. Wir können das mal testen. Ich gebe ihm mal hier ein. Und ja, ging in die Hose. Hier, das ist schon jemand, der dankbarer ist, wenn ich dem eine gebe. Ja, sehen wir auch an den Punkten, dann ist das schon wieder ein anderer Schnack. Aber hier so ein Tourist, minus eins, ne, der will dann nichts von uns wissen. Sie dürfen hier nicht einfach jeden anquatschen. Da müssen wir schon gucken, passt der denn auch zu unseren Abonnenten? Oh, hier, ja, er müsste auch mal wieder reinkommen. So. Ja, also ich habe auf jeden Fall Stammkunden. Das kann man so sagen. Und der Rubel läuft. Ich habe hier nichts vergessen. Die Pötte sind alle noch in Ordnung. Ach ja, man kann natürlich auch hier sich mal eine anstecken. Irgendwas stimmt dann immer nicht mit dem Bild, aber das wird dann vielleicht noch behoben. Immer alles so leicht verschwommen. Ups. Uiuiui. Ja, das will ich jetzt hier aber nicht riskieren. Außerirdisch habe ich auch nicht gesehen, aber man muss hier mit allem rechnen. Diese Bälle, die sind aktiv, da kann man auch mit rumspielen. Und da geht er voran. Ne, also es kommt keine Langeweile auf. Hier sind so viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Wow. Lokal. Naja. Nichts für mich. Der auch nicht. Der hat auch, hier, da haben wir jemand. Du siehst so aus, als wenn du wirklich sowas zu schätzen weiß. Minus eins. Ich sollte auch nicht immer so einen Mist verschenken. Oh, und die Bude ist voll. Jawohl. Und alle raus hier bitte. Was denken denn die Leute hier, wenn hier sowas verkehrt? Unglaublich. 30, 31. Ja, wir haben überall jetzt so um die 30. Wir haben 1370. Das ist schon nicht schlecht. Ich mache gleich noch mal eine Bestellung und da hauen wir dann wohl auch das Schild rein. Kriegen wir vielleicht noch ein paar Kunden mehr.
brauche ich aber noch ein bisschen mehr Geld. Auch typischer Duftikunde. Wir probieren's. Verdammt. Lieber nicht anquatschen. Ja. Weißt du auch nicht zu schlecht? Ist auch gelb, ne? Gelb ist schlecht. Guck. Da kriege ich wenigstens ein Danke. Das war der, den ich auf der Straße gefunden habe. Aber guck mal. Da guckt sie auch gleich noch mal in den Laden rein. Ja, warten wir noch auf so 400, 500. Und dann kaufen wir ein. Ja, wie wir die richtig schick kriegen, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich auch das Zeug, die Qualität ein bisschen pushen, aber wenn sie halt gelb sind, ist es halt nicht so gut, der Rahmen, ne, da drum. Und wenn die dann grün sind, ist eigentlich gut, aber vielleicht gibt es ja auch noch ein dunkelgrün. Hat es hier im Laden noch nicht gegeben, aber vielleicht gibt es das ja woanders. Keine Ahnung. Ah, da haben wir wieder einen Kunden. Und einer, der das werden will, aber ich habe jetzt nichts Vernünftiges dabei, um den reinzukriegen. Ja, junge Dame, 3 Gramm, so sei es. Wir können natürlich ja auch die Preise festlegen, auch sowas ist hier möglich, um dann Leute dazu zu bekommen, dann vielleicht eher auch ein bestimmtes Kraut zu kaufen. Das stellen wir hier ein. Hier haben wir nicht nur eben den ganzen Bestand, sondern hier können wir auch sagen, hier zockt das Zeug ist aus, dann gibt es das gar nicht mehr oder wir verstellen hier den Preis. Und wenn die eben nicht das bekommen, was sie möchten, kann man manchmal halt noch ausweichen, aber am besten lässt man so weit nicht kommen. Dann machen wir gleich unsere Bestellung. Warten wir hier noch auf 1, 2 Kunden. Meist kommen sie dann, wenn ich was zu tun habe. Wenn ich hier zum Beispiel mal eben hier wieder ein so ein... Ach, Blödsinn, da muss ja erst hier in so eine Mühle. So, und dann ganz geschickt. Ist der jetzt grün? Gucken mal. Alles dieselbe Sorte und gelb. So, der ist gleich hinterm Tresen, wunderbar. Gehört sich nicht, aber gut, bei der Größe hier will ich da mal nicht meckern. Und wir brauchen erstmal ein Polster, ne? Ganz klar. Ich brauche hier ein paar tausend Flocken, damit man dann hier auch erstmal agieren kann. Wenn wir uns jetzt verschätzen, irgendwelche Sorten nachher nicht da haben und das ganze Ding hier dann nach hinten losgeht, dann haben wir hier nur zu kämpfen. So läuft es ja sehr, sehr gut. Wird auch nicht besser. Und zack. So steigern wir auch dann schön unseren Ruf. Ja,
dann können wir so langsam loslegen, würde ich sagen. Eine Großbestellung. Dazu gehört einmal dieses wunderbare Schild, aber wir brauchen auch natürlich hier das wären jetzt 1000, lohnt sich noch nicht. Aber jetzt 1200, das wären 114. Wir nehmen den Laden mit 50. Und dann haben wir wirklich günstig gekauft und das Schild ist mit drinne. Dass auch jedem dann klar ist, dass hier die Bude geöffnet ist. Ja, also wie gesagt, wenn wir hier erstmal einen hinterm Tresen stehen haben, wir können auch Leute einstellen, die sich hier um das ganze Gewumpe kümmern, dann ist das natürlich jetzt viel einfacher. Aber jetzt wären das unnötige Kosten, weil immer dann, wenn gerade nichts verkauft wird, fahren wir ja unter Umständen irgendwann sogar ins Minus. Und hier wäre jetzt jemand da, der ja, versucht, die Leute reinzubekommen. Und dann sehen wir hier die Skillpunkte. Oft muss man die auch bei Laune halten, indem man denen ab und zu auch mal eine Art Zigarette gibt. Und dann kostet das gleich nochmal wieder mehr. Ja, wir machen erstmal alles allein. So, auch du bekommst was. 3%. Das nehmen wir mit. Warum? An meinen Kundenstamm, da arbeite ich halt noch. Ich krieg's nicht hin, oder? Das ist richtig so, keine Ahnung. Ja, dann haben wir noch so Kollegen, zeige ich mal eben, hier ist gerade niemand. Er hier zum Beispiel, da kann ich dann auch mal schnell einen Joint kaufen. Ja. Und dann haben wir hier die Preise, ne? Einer für 12. Oder für 45 dann was ganz Gutes. Und daraus sollten wir auch unsere Joints dann da basteln, damit mal alle meine Tüte in der Hand. Ja, aber sowas gibt es hier halt auch. Das muss man erkunden oder am Anfang durchs Tutorial wird man da ein bisschen reingeführt. Ihr müsst keine Angst haben, dass wir was verkehrt macht zur Not. Verkauft ihr höchstens eure Niere, ja, denn das bietet er euch an. Aber ich denke mal, im Game ist das kein Nachteil, aber man kann dem auch ausweichen und später, ich will da nicht zu viel spoilern, ist man den dann hier auch los, denn der steht hier sonst die ganze Zeit und einfach ein bisschen, selbst wenn man jetzt wirklich nicht genau versteht, was die da dann wollen, weil man nicht so gut im Englisch ist, kommt man da weiter. Und meist geht es sowieso nur mit dummen Sprüchen hier weiter. Also das braucht man nicht so ernst nehmen. Wichtiger ist eher, dass man das Material, was man hier benötigt, immer am Start hat. Jetzt kommt ja bald was an, sehen wir oben rechts am Balken. Wunderschönen guten Tag, junge Frau. Ei, was können wir denn für Sie tun? 2 Gramm. Oh, das Töffel, das ist ja so beliebt. Das ist ja wirklich. Aber wir haben ja jetzt genug davon gekauft, dass wir da nochmal aufrüsten. Und jetzt natürlich haben wir das viel billiger gekriegt, weil man bekommt diese größeren Sachen halt nur über den Shop.
Und die Lieferdienste wollen entweder Prozente haben von der Summe, die bestellt wird, oder eben Festpreis. Und jetzt haben wir einen Festpreis gemacht von 50 und haben so viel eingekauft, dass das jetzt natürlich dann ein günstiger Kauf ist, wenn der dann mal ankommt. Denn die Drohne ist eine ganze Ecke langsamer. Aber auch hier so, das mag ich schon. Also haben sie schon cool gemacht. Wieder, da ist sie hier. Ja. Das dauert. Oh, und was ihr jetzt hört, ist aber nicht hier, sind nicht die Propeller, sondern jetzt springt meine Klima an. Weil jetzt haben wir meine Wohlfühltemperatur nicht mehr. Komm, hier sind wir. Hier. Hallo. Entschuldigung. Ja, haben wir da. Jetzt wird es knapp, ne? Wir sehen es. Also wird das auch als erstes jetzt natürlich fabriziert. Wie gut ist der Pott 23? Ich hoffe, der hält das. So, jetzt können wir tatsächlich eine Sorte nicht mehr anbieten. Wir können die auch bitten zu warten kurz. Ne? Es gibt auch Booster, damit das schneller geht, aber dadurch kostet natürlich alles nur viel mehr. Wir schauen mal. Ein bisschen AK, das habe ich ja noch da. Ja, also wenn wir da wieder den Nachschub haben, insgesamt machen wir auf jeden Fall Kohle zurzeit. Ich stock alles so ein bisschen auf, dass man alle Sorten halt dann auch da hat, denn das ist auch eine gute Benotung. Und wenn ich jetzt unbedingt wollte, dass eben was weggeht wie das OG, dann würde ich da halt den Preis dann senken. Aber warum, läuft ja so. Alles gut. Bei den Erfolgen, wenn ihr da eben mit dem Englischen Probleme habt, normal ist es so erklärt, dass man es dann doch einfach so entschlüsseln kann. Ja, ich soll 10-mal 10 Teile bewegen mit diesem Expressdienst, ne, der ja sehr viel teurer ist, aber das ganz schnell bringt. Und hier soll ich auf 14 Dollar 100 Gramm. So viel habe ich natürlich nicht da. Aber das sind so die Klamotten, wo man dann entweder automatisch, weil man einfach weiterspielt, das automatisch sowieso passiert, aber manchmal kann man es auch ein bisschen mehr dahin lenken. So, jetzt haben wir wieder alles da. Aber jetzt wird natürlich noch das ganze andere Zeugs vermöbelt. Zack. Und schon wieder jemand da. Läuft. So kann ich auch. Menge.
fünf Sorten haben wir. Und da ich keinen Rabatt drin habe, haben wir hier noch keine Punkte. Das hatte ich aber schon mal gehabt. Jetzt gucken wir mal, können wir hier Joints hinlegen? Nein. Was für eine schöne Bude. Aber das Coole ist, wenn man jetzt durchhält, was ist das denn hier noch ein Schrott, dann wird das hier noch richtig schnieke. Und wie gesagt, was mir hier besonders gefällt, dass man irgendwann wirklich nur Admin ist, sich hier um Einkäufe, Einrichtungen etc. kümmert und die Jungs hier ihren Job machen und man dann Zeit hat, auch ein bisschen noch was von draußen zu sehen. Finde ich sehr, sehr cool. Das ist wirklich hier, die haben so viel Erfahrung auch vom zweiten Teil, dass ich hier denke, das wird richtig cool. Denn jetzt kommt immer noch mal eine kleine Sache dazu. Ups. Der braucht Wasser noch. So. Immer was zu tun zurzeit. Also jetzt bin ich ganz froh darüber, weil eben dann schnell auch Cash hier wieder reinkommt. Ansonsten ist natürlich auch, merkt man, boah, jetzt hast du immer was zu tun. Teilweise konnte man hier einen halben Tag abhängen und da ist überhaupt keiner reingekommen. Vor allem, wenn man nicht aufpasst und nicht genug dann da hat. Ich meine auch, umso mehr man hat, umso größer sind oft die Mengen, die sie dann kaufen. War ich das? Geht der noch? 11%. Wasser ist überall noch genug. Wir haben jetzt von jedem bisschen was noch genommen, damit das richtig aufgestockt ist. So, hiermit würde ich mich jetzt aber dann auch verabschieden. Und wenn ihr Interesse habt, dann seht ihr, wie das weitergeht. Denn jetzt werde ich einfach hier nur bedienen oder mir vielleicht auch noch früher oder später nachher eine Bedienung holen. Nee, das ist jetzt, das können wir uns nicht erlauben. Jetzt müssen wir hier erstmal klein beigeben und uns darum kümmern, dass wir echt ins Plus kommen, damit wir hier auch was dann anstellen können. Hey, nicht, nein, lass den da stehen und nur wegflocken hier. So, da läuft's noch. Da ist wieder nochmal Wasser drinne. Hier haben wir noch 77%. Können wir wunderbar nochmal wieder was pflanzen. Ja, und dann würde ich sagen, hier speichere ich dann mal ab. Und bei Interesse wird es dann auch hier weitere Folgen geben, was wir denn hier noch so alles erleben in unserem Shop. Ansonsten viel Spaß beim Simulieren. Gegen ein Abo oder einen Daumen oben habe ich natürlich nichts einzuwenden. Ne? Also, macht's gut. Tschüss.
ist. Keine Angst, der simuliert nur. Kanal Duft ist kein.